Ende gut, alles gut, danach sieht es momentan aus. Hier an der Friedrich-Ebert-Straße in Göggingen will die Caritas bis Jahresende einen Neubau für Flüchtlinge errichten. Gleich neben der Kuratiekirche St. Johannes Baptist. Die Kirchenverwaltung überlässt das Grundstück dem Caritas-Verband auf Erbpacht. Das Thema ist einfach mit Angst besetzt, das wissen wir. Viele Fragen, viele Überlegungen sind zu treffen, aber letztendlich hat die Kirche sich solidarisiert. Wir freuen uns darüber, weil wir einfach auch unseren Anteil geben wollen für die Flüchtlinge, die jetzt hier nach Augsburg kommen. Und das ganze Konzept ist so rund und so gut, eigentlich ideal, weil wir haben in der Nähe hier eine Möglichkeit, ihnen zu helfen. Wir haben die Sache auch gut betreut über Sozialpädagogen, über einen Kümmerer, der speziell jetzt hier in dieser Einrichtung tätig sein wird. Und wir haben auch ganz viele Ehrenamtliche, die sagen, wir wollen was tun, wir wollen stundenweise uns für die Flüchtlinge engagieren. Und deshalb ist das eigentlich eine ganz gute und runde Sache. Verteilt auf 4 Häuser sollen insgesamt 60 Flüchtlinge, überwiegend Familien, einziehen. Sobald die Baugenehmigung der Stadt da ist, kann es losgehen. Kostenpunkt 2,3 Millionen Euro. 800.000 Euro Zuschuss gibt es von der Diözese. Ein zweites aktuelles Projekt der Flüchtlingshilfe, das die Kirche mit 600.000 Euro mitfinanziert, ist dieses Wohngebäude des St. Ulrichswerkes in der Frischstraße im Augsburger Stadtteil Spickel. Eigentlich hätte hier ein Neubau entstehen sollen. In der Frischstraße handelt es sich um ein Objekt, das unserem St. Ulrichswerk gehört und das eigentlich für eine Neubaumaßnahme vorgesehen war, denn da das Bestandsgebäude langfristig nicht erhalten werden kann. Da mangelt es an der notwendigen Grundierung im Boden. Auf der anderen Seite kann es sehr gut für eine Reihe von Jahren zur Verfügung gestellt werden für einen solchen Zweck. Und da haben wir eine Kooperation mit der Stadt Augsburg. Das St. Ulrichswerk stellt dieses Objekt zur Verfügung. Die Diözese nimmt die notwendigen Investitionen vor und stellt es nun ca. 90 Personen zur Verfügung, die von der Caritas betreut werden und die dort sich im Anerkennungsverfahren befinden und dort unterkommen können. 4,4 Millionen Euro gibt die Diözese in den Jahren 2015 und 2016 für Flüchtlingshilfe aus. Eine Menge Geld. Befürchtungen und Missverständnisse, dass dafür nun an anderer Stelle gekürzt wird, räumt der Finanzdirektor aus. So sehr in der gesellschaftlichen Realität diese Flüchtlingsthematik jetzt in den Vordergrund gerückt ist, so sehr muss sich die Kirche immer die Frage stellen, was tut ihr für die alleinerziehende Mutter, die am Existenzminimum schrammt? Was tut ihr für den Obdachlosen, der keine Wohnung hat? Was tut ihr für die alte Frau, die sich keinen ordentlichen Altenheimplatz leisten kann und von der Altersarmut bedroht ist? Hier sehen wir ebenfalls erhebliche Mittel vor. Nur zwei Beispiele. Derzeit ist in Planung eine Gesamtsanierung der Altenhilfeeinrichtung des Sozialdienstes katholischer Frauen, exakt für diesen Personenkreis. Was auch in der breiten Öffentlichkeit vielleicht so nicht wahrgenommen wird, die Diözese Augsburg hat in einem mittelfristigen Programm ca. 7 Millionen Euro in der Planung und hat bereits Teilbeträge reserviert für den Sozialdienst katholischer Männer, um für Obdachlose, Strafentlassene auch Wärmestuben und Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen, etwa im Bereich der Stadt Augsburg, etwa in der Stadt Kaufbeuern, auch in Memmingen und in Neuburg. Also hier wird breit den Menschen geholfen, die in Not sind. Außerdem wird es ein Wohnungsprogramm geben für Menschen, die am regulären Markt nichts finden. Das erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. 5 bis 8 Jahren und sieht mehrere hundert Wohnungen vor, die hier zusätzlich an verschiedenen Standorten in unserer Diözese entstehen sollen. Und zwar für Mieten, die unter den Marktmieten liegen werden. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist der Plan der Diözese. Flüchtlingshilfe und Wohnraum für sozial benachteiligte Menschen.